Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Infected. Unsere kleine Hütte. Ja, ja. So, Tag 10, kurz nach Mitternacht. Wir werden uns hinlegen. Oh, einmal schön richtig durchschlafen. Tag 10, es müsste dann die Horde kommen. Horde, die Horde. So, aufgewacht, wunderbar. Es ist so gut, so gut. So, wie ihr seht, ich habe vorbereitet hier die Ressourcen. Tag 10 ist es. Ich habe heute etwas... Naja, Moment. Oh, ich finde das so schön. Ich finde das so schön. Ja. So, drehen wir wieder ab. Besser ist das. So, die sind alle vorbereitet. Oh, da hätte ich gerne Kohle drin oder so irgend sowas. Das bringt uns natürlich zur Idee des Extractors. Den werden wir jetzt wegbringen. So, ich nehme mit. Hat was von, ich packe meinen Koffer. So, ich nehme mit die 5. Dann schauen wir mal auf unser... Wir essen die Protein. So, das essen wir auch. Dann würde ich mal sagen, das da wird ausgeräumt. So, wir legen das da einfach nur mal auf. So, einmal den, einmal den, einmal den. So, und hier einmal den. Super. So, dann legen wir das ab. Oh ja. Super. So, dann würde ich sagen, Kohle, Kohle kommt hier rein. So. Und weil es gerade da ist, die Gorke, nehmen wir die mit. So. Die können wir noch nicht mitnehmen. Super. Dann würde ich sagen, jetzt starten wir los. Starten wir, dann sehen wir schon. So, ach Gott, hat mich der erschrocken. Da ist er ja. Oh, die junge Dame, am frühen Morgen. Na, jetzt aber. Jetzt kommt sie uns besuchen. Am frühen Morgen. Oh, eine Runde schwimmen gehen. Oh, ein Stein. Hallo. Wir sehen nur ihren Kopf. Warum auch immer sie nicht auf uns reagiert. Ah, schade, schade, schade. Ui! Unterwasser-Battle. Dieser Zombie ist tot. So. Dann schauen wir da mal rein. Oh, sie hat uns zweimal gebissen. Ist das Beißen? Ich denke. So. Oh, jetzt müssen wir unsere... Oh, wir müssen unsere Bandagen suchen. Haben wir da welche? Oh ja. Oh ja. So, Bandagen. Na dann, mal hier verbinden. So. Aber wir setzen den ursprünglichen Plan fort. Nämlich den Extractor versetzen, verschieben. Oh, Moment. Wir hätten was anderes tun sollen anstelle des Extractors, weil... Haltbarkeit vom Speer ist echt, echt down. Sie ist down, down, down. Die Haltbarkeit. Oh ja, die Gorke. Die nehmen wir gleich mit. Und wenn wir so Pech jetzt im Kampf gehabt haben, werden wir da gleich ein wenig Gorke essen. So. So, da laufen wir rauf, da laufen wir rauf, am Berg kam entlang. Ich würde ihn gerne mal abstellen, den Extractor, so, und wieder hochnehmen. So, und schön darunter bringen. Ach komm, jetzt wegen der bisschen Ausdauer da aber. Aber jetzt aber. So. Ja, komm, ein wenig noch weiter. So, und da wird er einfach mal hergestellt. Dann nehme ich das da. So, super. Ich hoffe Kobalt. Jawohl. Oh, ein Stein. So, wir nehmen uns 3 Kobalt mit. Damit wir 3 Kobalt haben. Warum auch nicht. So, und den dritten nehmen wir uns von da hinten. Vielleicht nehmen wir sogar noch mehr mit. Hm, ja, vielleicht.
So, Kobalt, Kobalt, Kobalt. Na gut, dann nehmen wir mehr. Na, 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 na. Na, 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 na. So, Tag 10 bedeutet, heute haben wir die erste Horde. Haben wir überhaupt noch? Ja, 23 Käfer. Können wir so viel mitnehmen? Das glaubst du nicht. So. Alle abgebaut? Ja. So, wir öffnen das. Das Ding läuft einfach weiter. Hier haben wir auch noch Kobalt. Wunderbar. Wir halbieren mal, füllen hier noch die drei ein und freuen uns des Lebens, dass wir nun wieder zurück können und einen Kobalt-Excavator aufgestellt haben. Das ist wunderbar. Wir haben ein wenig Kobalt auch noch in der Tasche. Ah, ein schöner Tag, ein schöner. Wunderbar. Wir laufen da am Bergrücken. Können wir irgendwann die Schwerkraft überwinden? Nein, nicht der Fuchs. Bitte nicht der Fuchs. So. Ja. So, Kobalt, Alu. Ja. Das heißt, wir können dann so richtig loslegen. Wir haben fast alles an Technik. Also fast alles ist gut. Ja, Kühlschrank. Okay, fehlt uns. Die Lampen, naja. Windturbine. Windturbine, coole Sache. Aber werden wir jetzt nicht mehr holen, weil es kommt ja gleich die Horde nach. So. Jetzt haben wir ein wenig Kobalt. Da gehen wir da rein. Und jetzt würde ich sagen, wir legen auch diesen Kobalt auf. So. Und machen hier mal Dampf dann. So. So. Super. Da legen wir alles rein, was wir so haben. So. Jetzt haben wir natürlich hier keinen Extraktor mehr. Das heißt, neuer Plan, nächster Plan. Wir werden, Moment, das kommt da rein, das können wir wegtun, das können wir auch vorerst mal weglegen. Wir werden 5 Kohle mitnehmen, zünden die Kohle an. Yeah, burn the coal. So. So. Das wird wunderbar. Weil dann bauen wir nachher den Extraktor hier. So, und dann können wir hier wieder ordentlich arbeiten mit Kupfer und auch dann zu Stein umstellen, weil das ist zu wenig. So, was braucht man da eigentlich noch? 5 Eisenbahn. Wahnsinn. Was braucht man da noch? Ein paar Bretter. Wir holen ein paar Bretter. Bretter können wir leichter holen. Bretter können wir leichter holen. So, ein paar Brettchen in die Pfote. Und die werfen wir einfach da mal rein. So, 5 fehlen noch. Wir gehen in den oberen Stock. So. Also, wir zeichnen ein paar Wände an. Zeichnen ein paar Wände an. So. Ich hätte gerne hier so eine Art Mini-Balkon. So, ungefähr. So. Dann. So. 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 Alles schön, 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 schön. So, und jetzt müssen wir uns mal anschauen. Fenster über Fenster, dann hätte ich gesagt, hier 2 Wände und hier wieder ein Fenster. Dann ist das nicht ident, aber das macht nichts. Also, 2 Wände. Zwei Wände, 2 durchgehende Wände, ohne Fensterrahmen, ohne Fensterrahmen. So. Och, schade. Müssen wir von unten machen, na gut. So. Und dann hier wieder ein Fensterchen. So, natürlich kann man das so machen, dass wir auch hier eine Art Balkon machen. Das werden wir da auch tatsächlich tun. So. Moment. Ja. So, dann haben wir das auch hier. Moment. So. Dann. Möchte ich gern. Nö. So, und von hier aus, so, sehr schön, so, da will ich eine Innenwand, warum, weil es geht, so, so, und jetzt werfen wir da mal rein, so, dann haben wir da 3,
Ah, wie schnell wir auch immer das Holz verbrauchen, das ich da vorbereite. Wahnsinn. So. Da. Wie spät ist denn eigentlich 10 am Vormittag, das geht? 10 am Tag 10. So. Und dann noch. Oh, da sind wir schon fast fertig. So, dann brauchen wir eigentlich nur noch Brettchen holen. Wir brauchen Brettchen. So, haben wir genug Brettchen? Ich hätte gern noch mehr Brettchen. Geht das von Gewicht an? Alles. Wahnsinn. So Brettchen wiegen ja nichts, ne? So. Dann kommen wir da ein paar rein. Da ein paar. Und da ein paar. Super. So, es wird regnen. Ich würde gerne ernten gehen wieder. Ja. Alle Brettchen durch. Wahnsinn, oder? Da haben wir zwei komplette Brettchenstände voller Bretter und alles komplett durch wieder. So. So, und da auch drei Holzständer, alle durchgearbeitet. So, dann haben wir hier und hier. So, wir werden jetzt für neue Brettchen sorgen. Brettchen. So, und dann werden wir natürlich Kartoffel ernten, weil wegen Regen. Oh, ein Stein. So, ernten hier. Dann würde ich auch gerne drinnen nachlegen, damit wir auch zu Erz kommen. Zu Eisen nehmen. Ja, wir können auch einen Stein vergraben. Das ist sicher traditionell richtig. So, dann nehmen wir einfach Steine mit. So, Kupfer ist gut, wird aber ausgetauscht gegen Eisen, also gegen Steinchen, damit wir Eisenerz bekommen, der gute Eisenerz. So, unsere Kupfervorräte, ein wenig haben wir ja noch. So, wunderbar. Und er hier. Super. So, da können wir schon... Oh ja. Ist das toll. So. Da haben wir alles abgebaut. Brettchen. So, dann nehmen wir mal von hier. Oh, ein Stein. Na, dann machen wir da mal weiter. Damit wir da neue Stämme kriegen. So. Wir haben hier. Und nehmen da die Brettchen mit. So. Das legen wir da nach unten. So. So. Und so. Das war's schon. Na gut. Wegen der Borke. Die Borke. So, dann mal rauflaufen. Wo füllen wir ein? Wir füllen mal hier ein. Und hier. So, die neuen Stämme. Alle auflegen. Ja, es wird Zeit, dass wir Kreissäge, Photovoltaikanlage und so weiter, das alles bauen. Es wird einfach Zeit. So. Schauen wir mal, wie das ist mit den Steinchen alle durch. Da ist nichts mehr drin. Oh, unsere Steinvorräte. Ob sich das alles noch ausgeht, dass wir mit dem Material, das wir haben, noch einen Extraktor für hier bekommen. Na, wir werden es sehen. So. So, und hier. Super. So, neue Brettchen braucht das Land. Eigentlich wollte ich es aus dem Wagen nehmen. Naja. So, dann hier und... Oh, ist schon wieder wegen des Steines. So, dann nehmen wir da mal die zwei letzten hier raus. Den legen wir da und da. Dann haben wir hier noch einen Stamm. Der kommt auch dazu. Irgendwo ist ein Fuchs.
Den ignorieren wir geflissentlich. So, also, hier mal rauf. Dann würde ich sagen, wir können auch da, nein, Holzscheite. Da und da und da und da. Super. So, Brettchen sind alle. Ob das gut ist oder nicht, naja. So, da hätten wir noch ein paar Steinchen drin. Naja. Auch da, naja. So. Machen wir mit dem Fuchs was oder ignorieren wir das Thema? Wir ignorieren das Thema Fuchs. So, von links vorne der Fuchs. So, wir nehmen den Wagen. Von links vorne der Fuchs, dann fahren wir rechts nach hinten. So, da irgendwo. Ich hätte gerne einen dicken Baum. Wahnsinn, wie wir da teilweise die Gegend abholzen. Enormer Holzverbrauch. Aber ist halt so. So. Und was ich auch gerne machen würde, ist zum Alu-Spot gehen. Natürlich nicht weiterbauen dort, sondern einfach nur Biomüll nachlegen. Biotreibstoff. Das wäre, glaube ich, gut, damit das nicht aufhört zu laufen. Zu arbeiten. Na, wir werden sehen. So. Der Wagen ist voll. Wir sind wieder bereit für neue Brettchen. So. So. So, schön aufgelegt. Und hier, so, wir fahren nochmal mit dem Wagen. War das eigentlich der einzige Weinbier, der mir heute... Was fehlt denn? Was fehlt denn? Alles fehlt. So, na dann, holen wir uns hier. So, Wasser sollten wir dann tatsächlich mal wieder abkochen. So, aber es geht gerade so gut weiter. So, ich bin so froh, dass wir den, jetzt haben wir den Alu-Spot, wir haben den Kobalt-Spot, überall wird abgebaut, das ist wunderbar. Das heißt, wir können dann voranschreiten, Tag 10. Nach der Horde würde ich gerne mit dem Thema der Technik, technischer Fortschritt. So, da würde ich dann gerne weiter tun. So, aber jetzt sollten wir uns auch mal dann ums Trinken kümmern, nämlich jetzt gleich. So, jetzt haben wir das mal. Wir holen uns ein. Danke. So, und das legen wir da rein. Na gut, wir hätten noch die Boake verheizen können. So, die Melone essen wir. Da Melonensaat. Ja. So, das wird gegessen. Super. Ich glaube, da drin, nö, da drin, ja, da hätten wir noch zum Beispiel Gorke. Oder noch eine Gorke. Da können wir die Kartoffeln da reinlegen. Wenn wir da noch eine Gorke essen, haben wir noch mehr Kartoffeln drin. Oh. So, die sind leer. Da ist noch was drin, da gibt es was her. Schauen wir da in die erste Kiste. Oh ja, da ist ja auch noch genug drin. Das ist wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, haben wir da noch welche. So, und ich glaube, somit geht sich der Extraktor aus und dann haben wir alle drei Spots erschlossen, aufgeschlossen, wie auch immer. Wir sind total aufgeschlossen für Spots. Ja, mit dem Übergewicht schleppen wir, oh, da wären Steine, schleppen wir uns hin, schnell, nein. Oh, jetzt komm, Wahnsinn. So, also gut, dann haben wir hier... Ich freue mich schon so, wenn wir dann Photovoltaik bauen. Aber zuerst mal die Ressourcen. Mir waren die drei Spots zu erschließen ganz wichtig, waren wir das? So. Kommt auch er rein. Und da kommt
ein wenig Kupfer dazu. So, wozu haben wir es denn? Yeah. So, die können wir da herlegen. So, wir haben ein paar Steinchen. Die werfen wir da rein wieder. Naja, machen wir es mal. So. Das kommt hier rein, das kommt hier rein. Ich komme. Aber von wo kommst du? Hallo? Was? Ah, da. Junge Dame. Da bin ich. Super. So, weil wir gerade da stehen. Der Lehm. Das werden wir nämlich auch machen. Mit Ziegeln, mit schönen Ziegeln. Jetzt wollen wir so ein großes Hütchen bauen. The base. Sollte man natürlich auch Lehm mitnehmen. Haben wir 10 Stück? Nö, da fehlt wieder einer hier. Da. So, das packen wir da rein. Nö, packen wir. Moment. Da ist Sand. So, das können wir eigentlich nämlich hier Lehm. So, danke schön. Ein Schweinchen rennt auch herum. Auch gut. Das behalten wir uns noch. So, weiter um Holz kümmern. So viel parallel. Wahnsinn, oder? Es ist so super. So, da fehlt auch noch. Na gut, da fehlen nur 2. Jetzt haben wir 3 in der Pfote. Es geht sich genau aus. Holen wir noch eine Wagenladung. So, von da hinten. Da sehe ich schon einen schönen großen. Einen schönen großen Baum. So, der ist nämlich ja da oben. Da ist auch noch eine Melone. So, langsam wird auch hier der Wald etwas dunkler. Nein, die Blätter verfärben sich. Er wird nicht dunkler, er wird bunter. So, kriegt so schöne Waldfarben. Herbstfarben. So, jetzt noch der kleine Baum. Dann sollte ich mal unseren Speer anschauen, weil ich glaube, der ist echt bald durch. Und austauschen. Notfalls. So. So. Auf geht's. Also, die füllen wir vorerst mal nur da rein. So. Damit wir da wieder ein wenig Holz hier oben haben. So, Wagen leer. Tja. So, stellen wir ab. Ah, neues Holz auflegen. Dann nehmen wir die Brettchen, die wir hier haben. So, Brettchen. Oh, ganz schön viele wieder. So, und tragen die mal rauf und bauen die oben ein. So weit natürlich, wie es möglich ist. Hier zum Beispiel. Nein. Aber hier. Nein. Aber hier? Nein. Und so. Genau. So, alles eingebaut? Alles eingebaut. Ich bin fasziniert. Super. Alle Brettchen. Na gut. So, dann haben wir da noch einen Brettchenständer. Der ist fast voll. Jetzt ist er ganz voll. So, das Schweinchen, ja. So, wir haben alle Brettchen verbaut. Toll. Okay, wir werden... Der Speer kann echt nichts mehr. So, komm mal her, du Schwein. Du Schwein. So, und jetzt. Na, jetzt ist der Speer durch. Super. Oh, ein Stein. So, wir verbinden uns mal. Wir haben den Speer jetzt durchgearbeitet. So, hier ein wenig von dem da. Das werden wir gleich zu uns nehmen. Ja, wunderbar. Dann haben wir hier das. Und wir hängen das neue Fleisch auf. Yeah. Neues Fleisch. So. Einen Baum noch mit. Und dann werden wir das oben fertig machen. Nein. Also fertig. Fertig ist ja so ein Dauerbau irgendwie. So. Da passt das ein. So, da die 2. Super. Jetzt bauen wir oben fertig. Vorher natürlich da noch nachlegen. Oh je. Oh je. Da müssen wir ja weglegen. Gläser. Hier. So.
die Bohrhacke. Dann haben wir hier und hier. Und da oben das Fett hinein. Sehr schön. Gefällt mir. So, also auf geht's. Ein wenig Eisen, das muss sein. Ein wenig Eisen, da muss sein. So. Na, wunderbar. Wunderbar. Und er hier. Ach, ist das schön. Und schon haben wir wieder 8 Dinger. 8 Dinger. So, davon noch 5. So, haben wir noch irgendwas zum Einschmelzen? Nö, doch, 2 noch. Passt genau. Oh, das passt ganz genau für den letzten. Für den letzten Ofen. Super. So, ein wenig Kopfer, ein wenig Kopfer. Super. So, ist Kopferräumer weg. Dann nehmen wir davon ein bisschen mit. Denn was hier fehlt, ist ein Extraktor. So, plötzlich aber sonstiges hier. Hier hätte ich gerne, wie wär's, mit einem Extraktor. Oder? Ja. Super wäre das. So, wir werfen da mal rein. Wir brauchen 8 Brettchen. Und 8 Eisenbarren noch. 8 Brettchen kann irgendwie... Kann irgendwie nicht das Problem sein. So, wir nehmen hier mal runter. Hier mal runter. Was ist das? So. Und dann hier auffüllen. So, dann nehmen wir noch ein paar mit. Da füllen wir noch auf. So, wie viel haben wir dabei? Genau um einen zu wenig. Jetzt passt. Jetzt passt. So, hier haben wir das. Wunderbar, wir nehmen 8 Eisenbarren. Nein. Alle? Es ist der Hammer, es ist der Hammer. So, Öl hinzufügen, gerne. Da hast du. Oh yeah, mach uns Kopfer, mach uns Kopfer. Wobei wir den natürlich jetzt auf Stein auch einstellen könnten. So. Bevor wir da aber weiter tun, würde ich gerne hier die Gurke. Oh, ein Wölfchen. So, Gurke. Einen Speer, einen neuen nehmen wir uns mit. So. Jetzt wollen wir einen Speer. Jetzt wollen wir einen Wolf heulen hören, brauchen wir natürlich einen Speer. So, das würde ich da einlegen. Da. Und dann machen wir noch einen schnellen Sprung vorbei beim Alu-Spot. Da legen wir den auch dazu. Und die 2 Dinger hier. Die Dinger hier. Yeah. So. Und so. Super. Oh, ein Stein. So, ich würde sagen, wir nehmen Biomüll mit. Wow. So, dann haben wir da hier ein paar. So, oh, ist da schön viel drin. So, können wir noch mehr tragen? Oh, wir können noch viel mehr tragen. So, dann wandeln wir das gleich in Biosprit um. So. Da. Wunderbar. So. Ja, die 2 sind auch egal. So, dann würde ich sagen, da kommt mal der Müll rein. Weil wir verteilen überall Müll. Oder? Das ist schon heftig irgendwie. So, Protein, da können wir Abhilfe schaffen. So, und jetzt machen wir eine kleine Reise rüber bis zum Alu-Spot. Bis zum Alu-Spot. Mit einem Speer in der Hand. Das wäre auf jeden Fall klüger. Ja, besser ist das, du. So, na dann. Dann nehme ich ihn auch in die Pfote. So, ich schalte das mal ein. So, Speer in die Hand. Och komm, ich mag jetzt nicht gegen den Wolf kämpfen. Och nö. So, Melone war auf jeden Fall sinnvoll und wertvoll. So, auf geht's. Gleich sind wir da. So. Wenn ich gehen statt laufen. Wolf und Schaf, ob das gut zusammenpasst.
So, da vorne haben wir die Platte. Irgendwann werden wir das natürlich aufbauen, ausbauen. Auch zu einem Häuschen. Keine so eine Riesenbase, wie wir die da haben, da drüben. Bei unserer Hauptbase. Aber eine kleine Hütte, eine Butze. So, da haben wir drei. Die legen auch wieder auf. Da haben wir hier nur zwei. Da haben wir hier nur zwei. So, ich nehme das mal mit. Sind das fünf? Keine Ahnung. So. So, hier platzierbar. Lager. Nö, aber Essen. Yeah. So, da stellen wir nämlich einen dritten einfach mal daneben. Weil unterwegs haben wir ja... Ah, komm, machen wir einen vierten auch. So, jetzt wo der Winter kommt. Super. Oh, die Gorke. Die Gorke. Die Gorke. So, wir brauchen noch Brettchen. Ein Brettchen, Brettchen. So, da und da. So, und hier rein. Super. So, Melone, ach, warum nicht? Und hier, warum nicht? So, jetzt essen wir ein paar Stücke, damit wir hier gleich ernten können. Du bist wegen des Extraktors hier. Ja, das stimmt. Das stimmt. So, ernten, hier. Wassermelone, super. Nö. Gorke! Ja, da können wir nicht Nein sagen, oder? So, und wenn wir schon da sind, wenigstens einen Baum können wir fällen. Wenigstens einen. Oh, da hinten ist noch eine Melone. Ja, jetzt aber egal. So, wir legen da auf. Hier das Holz hinein. Da schauen wir mal rein. Wir brauchen drei Stück. Das heißt, wir legen da mal zwei rein. Und... Wo ist denn die Kiste? Da ist die Kiste. Da ist die Kiste. Ja, die Kiste. So, das kommt rein, das kommt rein. Das Stückchen kommt da nicht rein. Steinchen, Steinchen, Steinchen. Wie viel Gewicht haben wir denn? Ach ja. Also ich kann das da reinlegen. So, Steinchen auflegen. Ach komm, heiz mal an und lauf mal weg. Das werden wir machen. So, da ist Stückchen. Jetzt haben wir da Stückchen. Die legen wir da rein, damit es länger brennt. So, aussortiert wird. Weil wir brauchen auf jeden Fall das da. Komm, die nehmen wir auch mit. So, und jetzt nur einen weg. Den hier. Yeah. So, 52 ist ein wenig zu viel. Das heißt, wir essen Melone, Proteine, das da, super fette, können wir im Moment keine mehr. Aber schnappen wir uns noch eine Gorke. So, dann back to home. Back to home. Wir dürfen nichts aufheben unterwegs. Da muss ich mich extrem zurückhalten. Nichts aufzuheben. Auch das Schaf nicht. Ich wollte es verfolgen. Ist so schon flauschig. So. Ausdauer ist aus. Deswegen heißt die Ausdauer. So, und 7 Alu. Nicht schlecht, meine Freunde. Nicht schlecht. So, ich werde tatsächlich, weil wir nähern uns dem Folgenende, ich werde tatsächlich den Extraktor auf Stein umstellen. So. Nähern wir uns dem Folgenende oder sollte ich noch auf die Hoarde warten? Wie spät ist es denn? 5 Nachmittag. Ich glaube, extrahiert nur Stein. Machen wir das mal. So. Dann. Ja. Also. So. Gleich alles durchschmelzen, was wir geholt haben und gewonnen haben. So. Super ist das. So. Und dann hier auch gleich den Stein dazu. So. Stein, Stein, Stein. Super. Super. So, Kohle, Kohle, Kohle. Nein, falsch, hier. So, da haben wir da nochmal 3 Kohle. Frage ist, ob wir jetzt tatsächlich... Ach was. So, meine Lieben, das war's aber auch für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. So, bis dann. Tschüss.